Was man mit Turtle Graphics ganz gut machen kann, sind so fraktale Grafiken, fraktale Kurven. Und eine, die ich Ihnen jetzt zeigen möchte, eine der bekanntesten, ist die sogenannte Koch-Kurve. Ich habe aber auf dem Aufgabenzettel auch noch andere Vorschläge. Koch-Kurve heißt die, weil die benannt ist nach einem schwedischen Mathematiker, Helge Koch. Kommt von 1904 oder sowas. Diese ganzen fraktalen Kurven sind ursprünglich mal nicht entstanden, weil sie so dekorativ sind, sondern weil da bestimmte Dinge mit untersucht werden sollten. Das waren nämlich insbesondere zum Beispiel Kurven, die überall stetig, aber nirgends differenzierbar sind, was die Mathematiker damals geglaubt haben, dass es etwas sei, was es nicht gäbe, bis dann Leute wie Herr Koch und Herr Weierstrass gezeigt haben, dass man solche Kurven tatsächlich angeben kann. Aber heutzutage guckt man die sich hauptsächlich an, weil die so hübsch aussehen. Und die Idee der Kochkurve ist die folgende: Sie fangen an mit einer geraden Linie. Und diese gerade Linie wird, das ist also ein schrittweiser Prozess, also man wendet rekursiv diesen Prozess immer wieder auf sich selbst an. Diese gerade Linie wird ersetzt, indem Sie die gerade Linie in drei gleiche Stücke unterteilen, durch eine Linie, wo Sie das erste Drittel hier langlaufen, dann so langlaufen, so runter und dann so wieder weiter. Also diese vier Stücke, die Sie jetzt hier haben, sollen alle gleich lang sein. Dieses Stück ist ein Drittel der ursprünglichen Länge, dies ist ein Drittel der ursprünglichen Länge. Und damit diese beiden auch ein Drittel sein müssen, muss das ja hier ein gleichseitiges Dreieck sein. Also Sie haben hier ein Dreieck, wo alle drei Seiten auch ein Drittel lang sind, sodass Sie hier 60 Grad haben. Und dieses Ding sollte ich eigentlich nicht eingezeichnet haben, weil das nicht zu der Kurve dazu gehört. Also im ersten Schritt wird diese Gerade ersetzt durch dieses Stück hier. Und der Trick ist jetzt, und da fängt die Rekursion an, dass Sie im nächsten Schritt jedes von diesen vier geraden Stücken durch so ein Stück ersetzen. Und das machen Sie dann immer wieder. Also, ich fange an mit diesem Stück von hier nach hier und ersetze das durch so ein Stück. Dann kommt dieses Stück von hier nach hier, das ersetze ich durch so ein Stück. Habe ich jetzt nicht so toll gezeichnet. Dann kommt dieses Stück hier, das ersetze ich durch so ein Stück. Und dann kommt dieses Stück, das ersetze ich durch so ein Stück. So. Und jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und so weiter, lauter kleine geraden Stücke. Und jedes von diesen geraden Stücken wird jetzt im nächsten Rekursionsschritt wieder durch so ein Stück ersetzt. Und so weiter. Ja? Und Sie sehen schon, da, das schreit ja direkt nach Turtle Graphics. Also hier gehen Sie lang und drehen sich um 60 Grad und so weiter. Das steht ja eigentlich schon da alles da, was man machen muss. Und das Einzige, was man hier jetzt noch tun muss, ist sich diese Rekursionsidee überlegen. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, wie das dann wirklich in Aktion aussieht. Das wäre der erste Teil. Und jetzt, wenn ich hier raufklicke, kommt der nächste Teil. Jetzt ist also das ersetzt worden, ein Drittel hier lang. Und jetzt wird jeder von diesen Stücken ersetzt, indem ich raufklicke. Dann sieht das so aus. Und wenn ich nochmal raufklicke, sieht es so aus. Und nochmal, dann sieht es so aus. Und nochmal, dann sieht es so aus. Und irgendwann komme ich jetzt in den Bereich, den man dann nicht mehr so gut sehen kann. Aber theoretisch könnte ich natürlich immer weitermachen. Das ist die sogenannte Kochkurve. Und weil ich schon mal dabei war, habe ich dann gleich noch ein paar mehr gemacht. Es gibt zum Beispiel die Hilbert-Kurve. Die fängt mit so einer Linie hier an. Das Prinzip ist bei allen dasselbe. Sie haben irgendwas, was Sie mit so einer Turtle beschreiben können. Und die einzelnen Stücke werden dann rekursiv immer quasi durch sich selbst ersetzt. Das ist ja so eine etwas schwammige Definition von Fraktal, diese Selbstähnlichkeit. Wenn ich jetzt also hier raufklicke, bekomme ich erst sowas und dann sowas und dann sowas und dann sowas und dann sowas. Und das wird auch langsam immer komplizierter. Das ist die Hilbert-Kurve. Hier noch die Gospar-Kurve, die ist relativ neu. Gospar ist im Gegensatz zu Hilbert und Koch kein Mathematiker aus dem 19. Jahrhundert, sondern Informatiker vom Ende des 20. Jahrhunderts. Der hat sich diese Kurve ausgedacht. Klick, 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 klick. Die ist auch ganz hübsch. Und zum Schluss habe ich hier noch die Dragon, also die Drachenkurve gemacht. Das ist eine, bei der man ein bisschen braucht, um zu sehen, was sie eigentlich macht. Also am Anfang sieht man es nicht so richtig. Gucken Sie erstmal ein bisschen zu. Das sieht noch nicht so spannend aus, das auch noch nicht. Die fängt sozusagen innen an, sich zu verwickeln und nach außen wächst sie so ein bisschen weiter. Und nach hat man dann auch eine Idee, warum das Ding Drachenkurve heißt. Weil sie dann irgendwann doch immer drachenähnlicher wird, ne?
Ja, und ich würde vorschlagen, vielleicht probieren Sie sich da selbst mal dran.